Landeshauptmann Markus Wallner, wir sind hier bei der Eröffnung der neuen Anschlussstelle Dornbirn Süd unter dem Projektnamen Rheintal Mitte. Welche Bedeutung hat denn eine weitere Anschlussstelle für die Messestadt, für das Land Vorarlberg? Ich glaube, das hat eine große Bedeutung. Wer die Infrastrukturentwicklung des Landes kennt, der weiß, das Projekt war dringend notwendig. Wir verfolgen da immer im Wesentlichen zwei Ziele. Es geht um die Entlastung der Bevölkerung vom Schwerverkehr und natürlich auch der Messekreuzung. Und auf der anderen Seite geht es um die Betriebsgebiete, die angeschlossen werden, die großes Potenzial zur Entwicklung haben. Dahinter stehen einfach Jobs für die Bevölkerung im Lande. Und das ist schon ein Standort mit besonders viel Verkehr, mit besonders intensiver Wirtschaft. Und da sind natürlich jetzt diese Maßnahmen, die getroffen wurden, mit einer ordentlichen Vorlaufzeit, aber jetzt umgesetzt, absolut richtig. So gesehen ist das für die Region ein guter Tag heute, weil es wird zu Entlastungen kommen auf allen Seiten und das ist gut so. Andrea Kaufmann, Dornbirn hat jetzt eine dritte Anschlussstelle an die A14. Was bringt denn das für Vorteile und Erleichterungen? Ja, es bringt große Vorteile, vor allem für die Wohnbevölkerung, weil es eine enorme Entlastung auch für das gesamte Hattlerdorf, Lustenauer Straße und natürlich auch für die Betriebsgebiete ist, die jetzt direkt angeschlossen werden an diese neue Autobahnanschlussstelle. Also insgesamt wirklich ein schöner Tag für Dornbirn. Natürlich zusätzlich an die neue Lassenstraße, die ins Messequartier führt und die Autobahnauffahrt, auch ein toller Radweg, der ja ebenfalls entlang der Bleiestraße Richtung Hohenems und Lustenau neu gemacht wurde. Ich denke insgesamt eine hohe Qualitätsverbesserung. Sie selbst wohnen auch hier in der Nähe. Werden Sie jetzt auch diesen Anschluss nutzen, wenn es zum einen oder anderen Termin geht? Ja, selbstverständlich werde ich den nutzen. Ich wohne direkt in der Schweizer Straße. Und es ist vor allem, das möchte ich auch betonen, wenn man in der Nähe wohnt und auch jeden Tag fährt, sehr, sehr gut gelungen. Und das war vor allem die Initiative auch der Stadt Dornbirn, eine tolle Landschaftsplanung zu machen. Es wurden über 500 Bäume gesetzt, tausende von Sträuchern. Man hat versucht, wirklich diesen Radweg und diese Straße auch gut in die Naturlandschaft zu integrieren. Und ich denke, das ist hervorragend gelungen, wie auch viele Rückmeldungen aus der Bevölkerung bereits zeigen. Da bin ich sehr froh darüber. Ein Punkt, den gibt es ja, der vielleicht für Verwirrung sorgen könnte. Aus Dornbirn Nord, dem bestehenden, wird jetzt ja Dornbirn West und aus Rheintal Mitte Dornbirn Süd. Denken Sie, das wird für Verwirrung sorgen? Ja, vielleicht am Anfang, aber wir haben jetzt halt einmal drei Autobahnanschlussstellen und wir sind im südlichsten Teil von Dornbirn, von dem her macht es Sinn, das mit Dornbirn Süd zu bezeichnen, Dornbirn West geht Richtung Mitte. Also ich denke, es wird ein Gewöhnungseffekt sein. In ein paar Monaten wird das keinen mehr stören. Andreas Fromm von der ASFINAG. Für Ihr Unternehmen, da war es ja ein Großprojekt, die Anschlussstelle Rheintal-Mitte. Hat sich das rentiert aus Ihrer Sicht? Diese Anschlussstelle ist ganz wichtig für die Region. Also sie hatte auf der einen Seite eine entlastende Wirkung für die Ortsgebiete, wo dann weniger LKWs durchfahren und für uns als ASFINAG eine große Wirkung für die Verkehrssicherheit. Es gibt dadurch weniger Stau, weniger Gefahr von Auffahrunfällen. Die Investition, die war ja recht groß. Da gab es sicher auch einige Herausforderungen, die es zu bewältigen gab. Ja, es ist ein sehr großes Projekt, das wir gemeinsam mit dem Land und der Stadt Dornbirn abgewickelt haben. Da waren umfangreiche Planungen im Vorfeld, auch wie diese neue Anschlussstelle dann auf die Wirtschaftsräume hier wirkt. Wir haben uns auf eine gute Finanzierungsbeteiligung oder einen guten Finanzierungsschlüssel geeinigt und sind jetzt sehr froh, dass das Projekt in Betrieb gehen kann. Ein Punkt, der steht ja noch aus, und zwar gibt es einen Grundstücksbesitzer beim Radweg, mit dem man derzeit noch in einem Rechtsstreit ist. Also ich kann sagen, der Bereich, den die ASFINAG errichtet hat, der in unserer Verantwortung liegt, der ist abgeschlossen. Ab heute Mittag wird die Anschlussstelle befahrbar sein. Was ich noch erwähnen möchte, ist, dass wir dieses Projekt im Einklang mit der Ökologie abgewickelt haben. Wir grenzen ja direkt an ein Natura 2000 Gebiet an. Das haben wir besonders geschützt und wir haben renaturiert, zum Beispiel den Landgraben komplett renaturiert und auch seltene Tierarten besonders geschützt während der Bauzeit.